Herzlich willkommen zurück. Ja, in der Sequenz vom Ende des letzten Videos. Wir sind jetzt in Teil 3, in der letzten Sequenz von Teil 2, wo hier die Tür zugegangen ist, ne? Da hätten wir noch was einfangen können, also was einsammeln können. Aber ich war einfach zu langsam. Aber gut. Ich mach mal wieder Licht an. Wir sind hier übrigens bei Tomb Raider. Lara, geh doch jetzt mal. Jetzt kommt wieder eine Miezemauze oder was? Nee. Gut. Das bedeutet dir nichts Gutes. Doch, hier ist eine Mauze. Wo ist denn hier der Anfang vom Ende? Hier. Ja, ich will sie auch nicht sehen. Haben wir hier irgendwas zum Einsammeln? Vielleicht irgendwo eine Luke oder so? Luke Skywalker? Nee. Backflash. Erinnerungen, als sie Kind war. Wie sie guckt. Mutter ist nicht mehr da. Hat ein bisschen was von Dämonensiegel, was die Lara da aufmalt. Und jetzt hat das ein bisschen was von Harry Potter, weil sie so komischen Umhang anhat. Sorry. Kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden.
Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Sie haben keinen Teil. Herr Wender sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten ein paar Reihen so besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraiso? Das Gespräch ist beendet. Lauf, Lara! Lara, könntest du dich mal bewegen? Manchmal hakt das irgendwie ein bisschen, als hätte Lara Croft keinen Bock irgendwie. Sehr schön. Mein Gott, ist die dreckig. Sieht auch schon aus wie ein Dämonensiegel von oben. Tja, es ist Level praktisch geschafft. Sehr schön, wir haben alles freigeschaltet, wir haben ganz viel freigeschaltet. Ja, wir möchten speichern. Das wollen wir. Ich überspeichere meinen alten Speicherstand einfach mal, weil ich brauche keine 10.000 Speicherstände. Bitte einmal hier fokussieren, danke. Kriege ich ja das hin? Ja. So. Und weiter geht's. England, Croft Manor. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Jetzt sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes. Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sind wir möglichst viel über diesen Rutland heraus? Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraiso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst im Paraiso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alistair, sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sieh, rufe Naya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen im Paraiso. Wird die alle für Fragezeichen im Kopf haben? Ja, die Frau hat jetzt eine Ansage gemacht, Jungs. Jetzt müsst ihr da doch machen. Ach ja.
Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von den Eier gehört? Sind wir wenigstens ungestört. Fußball, yeah, Tor, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball regiert die Welt. Und Tofina kriegt hier die Controls nicht unter Kontrolle. So. Fußball. Was? Ich hab ein Tor geschossen. Tor. Habt ihr das gehört? Yeah. Wir sind Weltmeister. Ich kann Fußball spielen mit Lara. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich übersehe irgendwo was. Aber naja. Da bleibt nicht aus. Naja. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben. Übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Nieder mit euch. Tötet sie. Aua. Okay, nehmt das andere Gewehr. Hat mehr Reichweite. Shoot, shoot, shoot. Alter. SWAT. Da kommen die SWATs. Autsch. Nix da. Was ist denn jetzt da? Alles klar, das ist der dickste von allen. Ich sehe sie. Hä? Du siehst mich gar nicht. Ich stehe unter dir, ich sehe sie. Vor allen Dingen. Sie ist hier irgendwo. Ja, ich bin hier. Jetzt siehst du gar nichts mehr. So. Ich sehe sie. Weißt du? Ich stehe unten drunter unter diesem Balkon und der schreit, ich sehe sie. Hä? Was ist denn da los? So. Ach, jetzt geht das wieder los mit den Kisten abschießen. Stimmt ja. Hier können ja auch Sachen drin sein. G-
Genau, das mache ich dann aber eher mit den normalen Waffen, weil... Nee, das Ding geht nicht kaputt, okay. Ich komme nicht hoch. So. So. Da hinten ist nämlich was, das will ich aufnehmen. Hui. Schwing. Danke. Das können wir nicht aufnehmen, wir können nur 3 Medipicks aufnehmen. Hm. Habe ich das Licht an? Nee. So. Munition nehmen wir aber mit. Ah, ich renne mal gegen die Wand. Das ist total interessant. So. Nehmen wir auch mal mit. Weiß ich, trete gegen und dann geht die nach innen auf die Tür, hä? Naja. So. Okay, da ist noch einer. Ich hab dich gesehen. Nix da, ich hab dich gesehen, du hast dich verraten. Und da ganz hinten ist noch einer. Klack, klack, klack. Wieso kann man das aufmachen, wenn da eh nichts drin ist? Aber okay. Aua. Komm schon, schieß. Ich schieß endlich. Ja, schöne Grafik, sehr schön. Geh down. Get down, get down. Ach, das ist nur für aufs Dach hier wieder zurückzukommen. Ja, gut, dass ich das weiß. Hoppala. Aua, wett von wo? Bäm. Ich trete dich nieder. Und er erschießt mich nieder. Ja, komm, ich komm runter. Oder auch nicht, oder doch. Aua. Nix da. Nix gibt's.
So. Nicht mit Lara Croft hier. Ist aber schön, dass die so viele Sachen fallen lassen. Wie gleich hast du mich? Du hast mich gar nicht. Bums. Zur Seite, meine Güte, Lara. So. Ach, der kommt einfach hierher. Ja, warum nicht? So. Nehmen wir alles mit und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, eure Tofina.